Erster Handelstag im oder erstes Video im neuen Jahr. Ich wünsche allen erst einmal ein frohes neues Jahr, vor allem Gesundheit und Glück für 2022 und heiße euch willkommen beim nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und zum Jahresauftakt sind wir erneut bei den Metallen und wieder bei Platin. In dieser Jahreszeit gibt es ja innerhalb von knapp 8 Wochen mehrere Setups bei den Metallen, bei Gold mehrere Einstiegspunkte beziehungsweise mehrere Trades, die auch von denen einige längerfristig laufen, andere kürzerfristig oder kurzfristiger. Und hier ist es auch so, in dieses Zeitfenster bei Platin, das bis Mitte Februar reicht, fallen weitere Zeitfenster, in denen eben dann auch Zukäufe getätigt werden. Und so ist das hier auch. Und dem wollen wir uns widmen, sobald wir natürlich die rechtlichen Hinweise hier beachtet haben. Wir haben das uns zuletzt auch schon angeschaut, Platin in dieser Jahreszeit mit saisonaler Stärke. Hier sehen wir die Kapitalkurve für einen Trade, der vom ersten Handelstag des Jahres, das ist der dritte gewesen, also gestern, bis Mitte des Monats reicht. Und da sehen wir, dass die Trefferquote bei 72% liegt. Und in der Phase, in der es nicht gut und erfolgreich lief, also die Trades, die nicht erfolgreich waren, das war zum Beispiel hier, das war erstens mal 40 Jahre her. In den 80ern, in den frühen 80ern gab es mal eine Gruppe von Trades, da haben drei bzw. 4 von 5 nicht funktioniert. Zwischen 81 und 85, so dieses Zeitfenster war da besonders oder tat sich da besonders hervor. Ansonsten, seitdem in dieser Zeit, wenn es nicht klappte oder wenn dieser Trade nicht erfolgreich war, dann ist generell nicht viel passiert. Dann hat man auch nicht wirklich was verloren. Das heißt also, wir dürfen nicht nur auf die Trefferquote schauen, sondern müssen auch gucken, was ist denn passiert, wenn es mal nicht geklappt hat. Und da sieht man, der größte nennenswerte Verlust, den es da gegeben hat, war 1981. Und dann gab es nochmal 2016 einen Trade, der nicht erfolgreich war und nennenswert verloren hat. Und nennenswert bedeutet da auch, dass das ein Trade war, der im Future 2000 Dollar verloren hat. Das ist also nicht wirklich viel. Das sind 40 Dollar, die der Platinpreis da einfach in die falsche Richtung gelaufen ist. Ansonsten sehr, sehr treffsicher und dementsprechend auch hier mit folgendem Produkt gehandelt. VP2ZDS. Hebel liegt so ungefähr bei 5. Stop Loss ist 5,0 und der Exit ist zeitbasiert Mitte Januar. Wir hatten das auch zuletzt schon besprochen, dass das eines dieser Zeitfenster ist. Es gibt mehrere Zeitfenster, um es nochmals zusammenzufassen. Ein Zeitfenster öffnet sich Mitte Dezember und geht bis Mitte Februar. In dieses Zeitfenster fällt ein zweites Zeitfenster, bei dem von Anfang Januar bis Mitte Januar eine Positionierung stattfindet. Und dann gibt es noch ein Zeitfenster, was sich sogar bis in den März hinein erstreckt von der Dezember oder von diesem Dezember-Einstieg. Aber das soll hier heute nicht Thema sein. Das war's für heute. Ich wünsche allen ein spannendes und erfolgreiches Börsenjahr und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut, ciao.